Ich wollte mich nicht umbringen. Ich wollte bloß nicht mehr leben. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Das Haus von meinem Opa, das steht leer. Er ist letztes Jahr gestorben. Und meine Eltern haben nichts dagegen, wenn ich da einziehe. Aber sie wollen nicht, dass ich allein da einziehe. No! Ja! Jedenfalls, wir lebten ein richtiges Leben. Mit Aufstehen und Frühstück machen und Federball spielen, mit Essen besorgen und zusammen kochen. Seid ihr schwul? Weil ihr zusammen wohnt, ihr lest Bücher, ihr kocht. Ich hoffe, ist mein Freund. Zum Bahnhof kommen Männer, die sind sogar verheiratet, Schätzchen. Also wenn du mal in Lebensgefahr schwebst, so ganz plötzlich ins Eis eingebrochen oder so, soll ich dich dann retten oder bist du dann sauer? Du kannst mich ruhig retten. Ich will es mir schon selbst aussuchen. Aber du hast dir doch vorgestellt, wie das hier weitergeht ohne dich. Wer sich sowas fragt, der macht es nicht. Der glaubt dir, dass es auf ihn ankommt. Du hast gut reden. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ja, du hast wenigstens eine Freundin. Also ich wäre fast gestorben, ohne dass ich jemals mit deiner Frau geschlafen hätte. Gibt es denn für Selbstmord sonst irgendeine?